da kann ich mir immer noch sehr wenig darunter vorstellen, was passiert denn dann jetzt? Ja, also meiner Meinung nach wäre, ist eine Option, dass sozusagen in den Gruppen vor Ort sozusagen Aufrufe zur Debatte organisiert werden, auch zusammen mit den Mitgliedsorganisationen, also dass man die einbezieht, dass man Künstlerinnen und Künstler einbezieht, das finde ich total wichtig, weil deren Unabhängigkeit und Weiblichkeit und so fehlt uns total. Und dass man wirklich auf einem hohen Niveau die gesellschaftlichen Probleme beschreibt und versucht zu begreifen und versucht, Schritte zu deren Veränderung zu definieren. Und ich will nicht vorher festlegen, welche das sind. Aber ich bin eben sicher, dass die Frage des kapitalistischen Wachstumszwangs eine zentrale Frage ist. Und die Frage, wie man soziale Bedürfnisse nach sozialer Sicherheit und nach gutem Leben verbindet mit der Notwendigkeit, Klimagerechtigkeit zu organisieren. Und ein zweiter Punkt ist eben, der damit zusammenhängt, die Frage, wie muss das Öffentliche organisiert und gestaltet werden, um auch eine breite Unterstützung zu finden. Aber man kann es nicht jetzt alles fertig ausformulieren. Und dazu braucht man eben diese Wissen. Dass es Sinn macht und auch bei Felix, dass
dadurch starr. So, und das war nicht die Qualität unserer Analyse. Deshalb widerspreche ich dir an einer Stelle deutlich, Sabine. Ich glaube, Attac war nie, die Stärke von Attac war nie, sozusagen einen Diskursraum zu eröffnen, überall lokal, und daraus ist dann irgendwas Geniales entstanden, wie es mit der Linken weitergeht. Das war so. Und ich glaube auch, dass wir uns darüber schätzen. Wir sind kein Think Tank. Wir sind nicht Intellektuelle, die als Ergebnis dann ein Buch schreiben, mit dem wir sozusagen sagen, so ist die Welt und so kommen wir daraus. Als wir das einmal versucht haben, nämlich genau mit diesem unseligen Projekt einer alternativen Weltwirtschaftsordnung, es war ein Desaster. Weil wir haben weder die Ressourcen dafür, noch können wir uns da auf irgendwas einigen. Also das war, das hat überhaupt nichts bewirkt, dieses Projekt. Das ist doch ein Papier entstanden. Dass in allen zentralen Stellen, so am Arsch vorbei, dass niemand gelesen hat, dass dem Co-Kreis peinlich war und dass in allen zentralen Punkten immer 5 Optionen offen gelassen hat. Einige sind dieser Meinung, okay, 3 oder 4. Ja, aber so ein Papier hatte keine Ausstrahlungskraft, sondern hat die Leute befriedigt, die am Diskussionsprozess beteiligt waren. Das ist meine Meinung und so. Aber ich glaube, wenn wir das jetzt neu versuchten, würde da auch nichts bei rauskommen. Der Punkt ist trotzdem, glaube ich, dass die Beschreibung, von der die Empfehlung ausging, dass die völlig zutrifft. Also die Beschreibung, die Leute haben ganz grundlegende Zweifel und Fragen, glauben an überhaupt keinen mehr, dass der da irgendwie etwas herausweisen kann. Und ich gehe aber noch einen Schritt weiter. Die glauben auch nicht, dass jetzt irgendein linker Akteur derzeit eine Antwort hätte. Und dass folglich daraus auch einzelne Beschreibungen wie oder Projekte wie das bedingungslose Grundeinkommen oder